Grüezi miteinander. Heute möchte ich euch folgendes Spiel vorstellen, sogenanntes Point-and-Click-Adventure, so wie ich das mitbekommen habe. Es heißt Captain Brave, A Brave New World. Ist aus dem Jahre 2011. Oder, Moment, lass mich mal kurz auf die Hülle gucken. 2011, ja. Programmiert in Kroatien, wie ich das jetzt hier so mitbekomme. Also ist freigegeben ab ohne Altersbeschränkung, hat aber eine PG-Info von 12, soll wohl Gewalt enthalten und Schimpfwörter. Ich habe das bisher noch nie gespielt und ich habe jetzt nur kurz die Soundeinstellung vorgenommen. Und dann würde ich mal sagen, starten wir gleich los mit einem neuen Spiel. Bin ich mal gespannt. Stürmischer Raketenritt. Fordern keine Hinweise. Gemütliche Weltraumkreuzfahrt. Detaillierte Hinweise. Vorgegebene Aktion. Stürmischer Raketenritt. Also ich habe das noch nie gespielt, deswegen nehme ich mal einfach die gemütliche Weltraumkreuzfahrt. Oh, was ist das hier? Das geht leider nicht. Gut. Also, los geht's. Ja, im Jahre 1812 erfand James Watt den polaren Ionenantrieb und katapultierte damit die Menschheit bis an den Rand des Universums. Die Völker der Erde besiedelten neue Planeten, verbreiteten riesige Städte, Industrie und Reichtum. Das rief schon bald die Crips auf den Plan. Interstellare Räuber und Piraten. Die Planeten gründeten die Weltraumunion und bildeten zum Schutz eine Eingreiftruppe. Die Weltraum... Das erinnert mich gerade so an Futurama-Grafik. So, was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt Captain Brave in Galaxien vor, die nie kein Mensch zuvor gesehen hat. Die nie kein Mensch. Nein, so stimmt das nicht. Muss ich mir diesen Satz eigentlich jedes Mal anhören, wenn wir auf Streife sind? Auf jeden Fall, mein lieber Fähnrich. Ich zitiere. Um die Moral der Besatzung aufrechtzuerhalten und... Welche Besatzung? Sind doch nur wir beide und dieser Schrott aus dem Osten. Höre ich da etwa einen Hauch von Resignatierung? Wir sind hier, um den anständigen Bürgern zu... Glaubst du allen Ernstes, dass jemand unsere Hilfe braucht? Eine arme Seele braucht unsere Hilfe. Setz die Triebwerke in Gang und hol die Sternkarte, Fähnrich. Und lass uns mich zu Ruhm und Ehre führen. Sollten wir nicht Unterstützung anfordern? Ha! Captain Brave kriegt das schon hin. Ja, wie damals bei der Verfolgungsjagd auf diese intergalaktische Sonde. Du musst jetzt nicht auf euren Kamelen rumreiten, Yoshi. Hör zu, warum bringst du nicht Rohbretter zum Laufen und holst die Ortungsgeräte? Wir brauchen sie, um das Signal der verunglückten Besatzung zu orten. Ich berechne in der Zwischenzeit die Orbitalsynchronisation und den Landeanflug. Gut, aber beeil dich, denn Captain Brave will, dass hier die Post abgeht. Ach ja, und noch etwas. Soll ich dir kurz erklären, wie das ganze Zeug hier funktioniert? Wollen wir uns das erklären lassen? Ja, zeig mal, was du hast. Okay, aber mach's wirklich kurz. Okay, mach's aber wirklich kurz. Nun gut, dann wollen wir mal. Mit Hilfe der Maus kannst du das Spiel weiter untersuchen. Wenn du Maus der Rot klicke, mit der linken Maustaste, um den Gegenstand weiter zu untersuchen. Gut, kann man verstehen. Look, direkt an. Das ist ein Handsymbol, interagierst du mit den Pippen. Aufheben mit Sprechblasensymbol, steuerst du ein Gespräch mit der Person. Alles klar, kennt man. Inventar, gut, alle eingesammelten Gegenstände landen hier.
Ein Klick auf den Gegenstand hängt ihn an den Mauszeiger. Drag and Drop sozusagen, denke ich mal. Du kannst die Gegenstände mal... Okay, ihr könnt das selber lesen. Ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Oh, kombinieren muss man auch noch. Scheiße, da muss man ja denken. Das ist ja nicht so mein Ding. Klick auf das Fragenzeichen-Symbol unter rechten Artikel. Ah, immerhin Hilfe. Na, ist wohl eher für kleine Kinder hier gedacht, das Spiel. Oder für jüngere Kids. Okay, hat man verstanden. Lass knacken. So, oh. Sitz des Captains. Kommunikationssystem, Instrumente. Das war mein Inventar. Eine Waffe. Cobretta? Wie heißt das? Taschentuch. Alles klar, gut, Gegenstand. Ne, warum nicht? So, zum Übersetzer. Brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Instrumente. Hey, Finger weg von meinen Instrumenten. Oh, da wo ich. Navigatron. Nein, für die Flugpläne ist Fenrich Kralik zuständig. Ganz davon abgesehen, dass ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Gut, da wo ich. Sternenkarte. Das ist eine Sternkarte der Weltraumpolizei. Limitierte Standardausführung. Man findet sie auf jedem Raumschiff, falls man mal etwas nachgucken muss. Okay. Schminkele. Space Stralis. Terra X. Jammer Space. Jammer Spacer. Ein tropischer Planet mit üppiger Vegetierung. Gut. Kommt man jetzt wieder raus? Alles klar. Kommunikationssystem. Ich hoffe, du hast Hunger. Hab gerade was beim Chinesen bestellt. Okay, aber nicht schlecht, Jungs. Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal durch die Tür, gucken uns den Krempel hier an. Wird da wohl noch irgendwas geben? Was haben wir denn hier? Sachen auf dem Regal. Da sind einige Sachen. Müsli, Magermilchpulver, Kaffee und ein kleiner Verbandskasten. Das ist ja schon mal ein Frühstück. Ofen. Ach, das ist ein bisschen... Ja, jetzt hab ich rausgezogen. Eingangsluke. Spinnst du? Wenn ich die Luke aufmache, wird alles nach draußen gezogen. Sogar die Möbel. Nicht in dem Ton. Ja? Kartoffelschäler. Ich nehme ihn mit, den allmächtigen Kartoffelschäler. Damit schäle ich mir den Weg zu Ruhm und Ehre frei. Ist recht, mein Freund. Sehr ruhig. Teetasse, nimm eine kleine Tasse auf einem merkwürdigen Untersetzer. Das ist ja very interessant. Schrank. Putzmittel. Das Zeug brauche ich nicht. Rohbretter putzt damit manchmal die Küche. Draht. Den nimmst du mit. Yeah. Die Tür wieder zu, alles schön ordentlich hinterlassen hier. Dann gehen wir mal runter. Fracht! Oho, Luna Karabieva. Da schlägt mein Herz gleich ein paar Takte schneller. Ja, sie ist bekannt. Ich kenne ihre Filme. Das ist Kraleks kleines Poster von der Maslow. Vorm Einschlafen guckt er es immer ganz lange an. Er sagt, das würde ihn entspannen. Das ist wie in der WG, wo die sich hier die Räume teilen. Roboter, Uhr. Tja, funktioniert nicht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, es ist 2:05. Ein Poster von Luna. Von einer ihrer schönsten Seiten. Das Spiel ist ohne Altersbeschränkung. Okay. Das ist mein Papa. Libertin Bravoski. Bravoski. Unschwer erkennen kann, habe ich den roten Rauschebart von ihm. Das ist Mama, Boromina Bravoski. Ich habe ihre Augen geerbt.
Also ist sie jetzt blind. Gut. Bedienungsanleitung. Die nehmen wir mit. Silikon. Nehmen wir mit. Schrank. Den Schrank nehmen wir nicht mit. Gucken wir mal, wie ich bin. Ortungsgeräte. Alles gebrauchen. An einem der Ortungsgeräte fehlt die Antenne. Na, wir haben ja den Draht, nicht wahr? Kleidung. Unsere Sonntagskleidung. Kraleks rote Samtstiefel und mein blauer Raumanzug. Rohbretter kümmert sich um das Waschen und Bügeln. Aber da er nur vier Finger hat, will das nicht wirklich gut klappen. Das kann ich mir vorstellen. So, schauen wir mal rein. Kann man hier dieses Ortungsgerät, über das Drag and Drop hier rüber so? Oh. Was soll ich jetzt machen? Oh. Ne, wir machen hier weiter. Alles ja. Achso, was man kombinieren kann, genau. Wo man auch hingucken kann. Hm? Ja, gut, hab ich halt gesehen. Ja, wer bloß noch Rohbretter? Rohbretter läuft im Moment nicht. Das ist ja wie diese World of Warcraft Sachen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Wie diese World of Warcraft Modernicen, gibt es dieses Wort? Also Chopper aus Holz und ein bisschen Eisen, überwiegend aus Holz, ne? Also haben wir hier einen schönen Holzroboter. Also wahrscheinlich kann ich diesen Draht, Silikonblock, Unterbesteller, kann ich das irgendwie kombinieren, oder? Mit diesen Dingern orten wir Signale. Okay. Stück leitfähiger Draht aus Kupfer. Leitfähiger Draht aus Kupfer, ja. Na okay, vielleicht komme ich das später mal zurück. Bett. Hier schläft die Besatzung. Kralek liegt oben, sonst wäre das Poster der Maslow ja nicht dort. Maschine, oder? Was? Wollte zum Maschinenraum. Ah. Motor. Das ist der Ionen-Protonen-Antrieb der Maslow. Ich brauche nicht zu verstehen, wie er funktioniert. Hauptsache, er läuft. Gut. Zurück zum Frachtraum, zum Verteiler. Ach du Scheiße. Was muss man hier machen? Muss man hier überhaupt irgendwas machen? Verteiler aktivieren, Verteiler aktivieren. Ja, komm. Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. So, machen wir hier die noch drei. Das ist schon das erste Rätsel hier. Können wir natürlich kurz mal im Netz nachbauen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Du wirst mir tierisch auf die Zwiebel. Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Ich glaube nicht, dass das die Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Ich glaube nicht, dass das die Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Ich werde das, glaube ich, mal ganz kurz googeln. Das ist schon latent cheaten, ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Du mich auch! Vom Verteiler weggehen. Nein, das googeln wir kurz. Ganz ruhig. So, gehen wir auf hier. Warum geht das hier? Ich hab jetzt... Nein, den neuen Tab, da wird gleich die Harald Schmidt Show losgehen. Nein, tschüss. So. Entschuldigt bitte, aber ich werde jetzt hier nicht 5000 Kombinationen ausprobieren. So. Captain Brave Verteiler. Verteiler, so. Gibt's hier auch Bilder zu? Nee, Bilder gibt's nicht zu, aber hier gibt's eine Komplettlösung. Irgendwo. Ah, verdammt.
bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob Lösung mit Bildern, na, da haben wir es so. Ich weiß ja nicht mal, ob man diesen verdammten Verteiler benutzen muss. Lösung öffnen, bitte. PDF, okay. Einführung, ja, Cockpit. Er scheint aus dem Betrieb zu sein. Ah, Translator, was? Der Translator, er scheint aus dem Betrieb zu sein. Gibbel, Run und, warte mal, Translator. Um den Translator wieder in Gang zu bringen. Mhm. 3, 2, 1 und 2. Der linken Seite Kabel, die von gelb, blau, grün, rot und das Kit schlägt. Raum hinein, hier liegt ein Kartoffelschäler am Schein, Flüssigseife, ein Pulver und ein Schwamm. Oh mein Gott. Tja, vielleicht sollte ich da erstmal durchlesen und dann machen wir später weiter. Jetzt müsste ich muss mir das ja jetzt richtig viel Text hier. Schade. Gut, aber ich lese dann mir das eben durch hier, mache das kurz fertig und erkläre ich dann, wie das hier vonstatten. Oh, Moment, warte mal. Maschinenraum, Verteiler, gelbe auf 3, blau auf 2, grün auf 1, rot auf 2. Gelb auf 3, blau auf 2, grün auf 1, rot auf 2. Was war das? Gelb auf 3? Ups, irgendwas ist gerade abgestürzt. Dann machen wir mal später weiter. Also, bis denn.